Jetzt im Sommer wird es bestimmt schwierig, einen Termin zu finden für den Digi-Stammtisch. Da ist ja ständig jemand auf Urlaub. Ich war zwar schon auf Urlaub, aber du hast recht. Wir verwenden hier meistens Termino, um einen passenden Termin zu finden. Termino? Davon habe ich noch nie gehört. Ist das so ähnlich wie Doodle? Ja, im Prinzip schon. Es wurde vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort entwickelt und daher liegen dann die Daten in Österreich. Mit Tools wie Termino oder Doodle lassen sich einfach Termine für mehrere Personen finden. Dazu erstellt man einfach eine neue Abstimmung und gibt ihr einen Titel. Nach Angabe von Ort und der einladenden Person kann man Terminvorschläge auswählen, über die Teilnehmerinnen schließlich online abstimmen können. Du, ganz was anderes. Hast du gesehen, dass der Digi-Stammtisch auch eine Facebook-Seite hat? Manchmal machen wir nämlich uns die Termine oder neue Themen in den Kommentaren aus. Um ehrlich zu sein, ich bin fast nie auf Facebook und wenn, dann schreibe ich auch keine Kommentare. Ich lese nur die Posts. Kommentare schreibe ich nur auf Instagram oder Reddit. In den meisten sozialen Netzwerken, aber auch auf Webseiten von Zeitungen, ist es möglich, Kommentare zu verfassen. Je nach Netzwerk kann man auch mit Fotos, GIFs oder Emojis auf Beiträge reagieren oder Personen markieren, indem man ein @ vor ihren Namen setzt. Wichtig ist dabei, dass man sich an die Regeln der Gemeinschaft, also der Community, hält. Leider gibt es in den Kommentaren immer wieder Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Das ist zwar einerseits manchmal ganz lustig, diese Kommentare zu lesen, andererseits betrübt es manchmal auch. Ja, zum Glück greifen da die Moderatorinnen dann ein. Übrigens, schau, ich habe jetzt ein Termino erstellt. Jetzt könnt ihr abstimmen, wann unser Sommer-Digi-Stammtisch stattfindet.